So, herzlich willkommen zum nächsten Teil. Und heute ist Sona dran. Ring Gong, Ring Gong, Ding Dong, Ding Dong, die Schulglocke läutet. Ist sie anwesend, Kaiser? Nein, mal wieder zu spät. Das Schuljahr hat gerade erst begonnen. Aber Sona kam meistens zu spät zum Unterricht. Irgendwann wird es Professor Chuba bemerken. Beruhigt euch, sagt Professor Chuba, klasse. Sona? Aber nicht heute? Sie ist so leise. Wie schafft sie es nur, sich völlig geräuschlos zu bewegen? Das ist doch absurd. Ich musste lange trainieren und Sona ist von Natur aus so unauffällig. Uff. Bist du etwa eifersüchtig, Akali? Ich könnte mich am Lehrer vorbeischleichen, wenn ich wollte. Ich bin eben gern pünktlich. Sagt Schuba. Vielleicht würdest du besser schleichen können, wenn du lernen würdest, ab und zu stillzustehen. Vielleicht bla bla bla. Gestern haben wir über die verschiedenen Arten der chemischen Bindung gesprochen, sagt Professor Chuba. Kann mir jemand sagen, was eine kovalente Bindung ist? Du vielleicht, Kaiser? Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Ich glaube, Akali weiß das. Nun gut, Akali. Ich habe eigentlich auch keine Ahnung. Keine Ahnung. Das dachte ich mir. Eine kovalente Bindung liegt vor, wenn sich zwei Atome Elektronen teilen. Das ist meine persönliche Lieblingsbindung. Abgesehen von meiner Verbindung zur Frau Chuba, mit Frau Chuba, Schüler. Kleiner Lehrerscherz. Irgendjemand? Nein? Also gut, dann machen wir weiter. Okay, ich meine, klar, seine Rede war kitschig, aber der Professor hat mir irgendwie etwas klar gemacht. Trägheit ist eine Eigenschaft von Materie. Trägheit ist die. Waren wir in derselben Vorlesung? Nein. Ich habe an meinem Handy gespielt. Es gibt neue Levels für Hypercrystal Dungeon Mobile. Ich muss Sona besser kennenlernen. Hast du das aus dem Wissenschaftsunterricht? Zusammenarbeiten, die besten Elemente einer Sache kombinieren, um etwas ein mächtiges Ganzes zu erschaffen. Das ist genau wie Sternwächter zu sein. Das schon wieder. Jetzt benutzt du die Chemie als Vorwand, um mit deinem Team abzuhängen. Genau. Okay, aber warum Sona und nicht zum Beispiel mich? Ich kenne dich bereits zu gut. Auch wieder wahr. Oh, da kommt sie. Wir reden später. Wir haben bis jetzt noch nichts von Sona erfahren. Oh, also dann. Tschüss. Sona. Sona winkt höflich. Bisher hat sie auch noch nicht geredet. Na toll, und jetzt? Wie hat dir die Vorlesung gefallen? So redet man, glaube ich. Sona dreht ihr Handgelenk schnell hin und her. Heißt das Solala? Sona nickt. Sona ist still, oder? Klasse, sind wir uns einig, glaube ich. Übrigens, Akali und ich haben bemerkt, dass du ein paar Mal zu spät zum Unterricht kamst. Kein Ding, solange du bei unseren Kämpfen gegen die Mächte der Dunkelheit nicht zu spät kommst. Sona schüttelt den Kopf. Cool. Tja, also wenn du mir was darüber erzählen willst, ich bin da. Sona gestikuliert. Ach, Mist, ich verstehe keine Zeichensprache. Es sind die Leute, Miss Kaiser. Sie rennen herum wie die Mäuse in einem Labyrinth, sagt Shizu. Shizu? Du solltest nicht hier sein. Du wirst uns verraten. Ich bin jeden Tag hier. Für die meisten Nichtwächter bin ich unsichtbar, wenn sie nicht wissen, wonach sie suchen. Niemand kann mich sehen. Nicht einmal du, Miss Kaiser. Außer jetzt gerade. Jetzt siehst du mich, weil wir uns unterhalten. Interessant. Das muss der Grund sein, warum nie jemand die anderen Vertrauten erwähnt. Aber du hast recht. Es ist gefährlich für mich, hier zu reden. Wenn mich jemand bemerkt, können sie sich auf mich konzentrieren. Und dann fliegen wir auf. Triff dich mit Miss Sona und mir im Einkaufszentrum. Dann erklären wir dir alles. Und mit mir meine ich natürlich sie. Sie wird dir alles erklären. Ich bin nur eine Übersetzerin. Ich muss hier raus. Quiek! Oh. Tja, dann treffen wir uns beide also später.
Bitte geht euch nicht auf die Gurgel, ja? Sona winkt zum Abschied und wendet sich dann wütend zu Shizu. Lauf davon, sie ist stinkwütend. Ein anderer Schüler Professor, eine der Laborratten ist erwischt. Sona hat sie ja durch den Flur gejagt und ich glaube, sie trug eine Brille. Oh. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Das war jetzt Sona. Und dann schließen wir das Ganze, also die Einführung in die, damit wir so ein bisschen wissen, was die natürlich alle machen, dann mit der nächsten Folge. Ich glaube, das wird dann Folge 7 ab und da müsste Talia dran sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.